Alright, brothers, sisters, mother truckers, are you ready for the next Team Bell video? Oh yeah, bis gleich. Ladies and Gentlemen, was geht? Einen wunderschönen Donnerstag wünsche ich euch. Mein Name ist Fantastic. Ich hoffe, es geht euch gut da draußen. Ich hoffe, es geht dir gut da draußen. Ja, ich glaube, dir geht's echt gut, wenn ich dich so ansehe. Ganz bestimmt. Ach, du bist weiblich? Du bist blondhaarig? I'm waiting. Ja, ja. So, das mal so am Rande. Freunde, wie geht's euch denn? Ich hoffe, es geht euch allen gut soweit. Ich nehme euch heute mit in mein aktuelles Team. Habe ich ja im letzten Video schon angesprochen gehabt. Es hat sich unglaublich viel getan, ja. Also wir werden jetzt auf jeden Fall gleich die Formation durchgehen. Wir werden die einzelnen Positionen durchgehen. Den Spielstil von mir werden wir auf jeden Fall durchgehen. Die Taktiken zeige ich euch. Vielleicht kann der ein oder andere was damit anfangen. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wie es euch allen gefällt. Ich habe das schon lange nicht mehr gemacht. Also falls euch ein bisschen was komisch vorkommt, bitte verzeiht es mir auf jeden Fall. Aber eine Sache hat sich auf jeden Fall nicht geändert, Freunde. Euer Support natürlich, ja, für den Algorithmus. Wenn ihr Bock habt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und ganz wichtig, einen Kommentar schreiben. Ja, schreibt einen Kommentar. Dadurch kann ich sehen, was euch gefällt, was euch nicht gefällt, auf was ihr Bock habt, auf was ihr nicht Bock habt. Ob ihr mich scheiße findet, ob ihr mich nicht scheiße findet, alles, ja. Also daher, was ihr möchtet und natürlich Abonnieren-Button nicht vergessen. Würde mich auf jeden Fall freuen. Wir gehen ins Team rein. Ich will ganz kurz was zur Formation sagen, weil da hat sich bei mir im Laufe der Zeit eine ganze Menge geändert. Und zwar, ich habe am Anfang die hier gespielt, ja, die 4-3-3, die vierte habe ich am Anfang gespielt, mit dem 1ZOM. Hat am Anfang super funktioniert, aber irgendwie seit ein paar Wochen funzt die nicht mehr. Ich weiß es, irgendwie bei mir funzt die nicht mehr. Dann ging es weiter, ich habe dann 4-5-1 gespielt. So, das war mir viel zu offensiv. Vor allem, weil die meisten einfach nur nach vorne gerannt sind wie noch was. Aber dazu ist die Taktik ja gemacht. Powerfußball, ne? Ihr wisst ja, wie es ist. Meine Lieblingstaktik ist ja immer noch die hier. Ne? Die 3-5-2, die ja aktuell sowieso Meta ist. Die ist echt brutal. Aber ich krieg mein Team nicht gelinkt. Das ist so mein großes Problem. Mein Problem sind die zwei ZDMs. Da habe ich leider niemand aktuell, den ich da irgendwie groß hinstellen kann. Und dementsprechend habe ich mich dann, und jetzt wird die große Überraschung kommen, ich habe mich für die 5-3-2 entschieden tatsächlich. Warum? Ist eigentlich ganz easy. Und da werde ich euch auch ganz kurz den Spielstil mal ganz kurz so erklären. Die drei Innenverteidiger bleiben natürlich hinten, ja. Die kriegen Hilfe von einem ZM und die LAV und RAV sind dafür zuständig, nach vorne zu rennen und vorne mitzuarbeiten und wenn es brenzlig wird, wieder zurückzurennen, ja. Aber dadurch, dass man ja schnelle Verteidiger hat, ist das eigentlich relativ fix gemacht. Und gleichzeitig hat man dann in der Mitte ungefähr 4 Anspielstationen mit den 2 Stürmer und mit den anderen 2 ZMs, dass man da relativ eigentlich gut abgesichert ist. Und ich muss sagen, dass das eigentlich perfekt funktioniert. In der WL bin ich immer Rang 6, Rang 5, also Rang 5 eigentlich. Bin eigentlich durchschnittlich Rang 5 und Rang 5 ist auch genau das, was ich eigentlich holen will. Ja, weil für mehr irgendwie zu schwitzen, lohnt sich irgendwie für mich nicht. Außerdem, mehr kommt da eigentlich eh nicht bei raus. Ich muss sagen, ich komme da relativ gut mit klar. Wir fangen an im Tor.
Im Tor habe ich Courtois gespielt. Ich habe Neuer gespielt. Ich habe viele verschiedene andere Sachen ausprobiert. Ich gehe aber natürlich mit Alisson in Rot. Zum Premier League Tots habe ich den auf jeden Fall gekriegt in der Weekend League. Guter Mann. Aber die Torhüter in FIFA sind ganz, ganz komisch. Die Torhüter in FIFA sind ganz, ganz komisch. Die haben manchmal Spiele, da halten sie alles. Und dann gibt es Spiele, da halten sie gar nichts. Also es ist irgendwie ganz, ganz komisch. Es ist ganz, ganz komisch irgendwie. Ich muss aber dann doch sagen, nachdem ich Neuer und Courtois ausgetestet hatte, muss ich tatsächlich sagen, dass ich doch mit Alisson da, glaube ich, am besten aufgestellt bin. Dann gehen wir weiter. Perfect Link, ja. Und das ist eigentlich schon einer der wichtigsten Männer in der kompletten Aufstellung. Und da bin ich richtig froh, dass ich den gezogen habe. Virgil van Dijk in Rot. Dieser Junge ist wirklich ein absoluter Brecher. Dieser Mann fängt alles ab hinten. Es ist unglaublich, ja. Also sau stark. Ich kann euch aber nicht sagen, woran es liegt, ja. Dieser Mann, der ist einfach unglaublich zweikampffähig. Der stellt sich bei allem dazwischen, was geht. Und der gewinnt die Zweikämpfe hinten. Das ist ganz, ganz wichtig. Weil es gibt ja auch viele. Da kommt irgendwie mal so ein langer Pass reingeflogen. Und da meint plötzlich einer nicht mehr rennen zu müssen. Das ist bei Van Dijk nicht so. Der hat auf jeden Fall die Stärke. Ich glaube, ja, die Führungsstärke ist es, glaube ich, auch, wo man ein bisschen merkt. Also man merkt auf jeden Fall, dass der wirklich robust ist. Der ist aggressiv, der ist stark und der macht genau das, was er machen soll. Dementsprechend setze ich hier auf jeden Fall auf Virgil van Dijk. Ist einer meiner wichtigsten Männer in der kompletten Aufstellung, ne? Dann gehen wir weiter. Auf der linken Seite habe ich eine Icon stehen. Und zwar Laurent Blanc. Ja? Laurent Blanc, muss ich dazu sagen, hatte ich irgendwann aus einem Icon-Pack. Musste ich dazu sagen. Der ist wirklich okay. Der ist nicht so stark wie Van Dijk, finde ich. Aber war bei mir hundertprozentig besser wie Desailly. War bei mir stärker und das muss ich auch an der Stelle mal dazu sagen, ne? Was ich wirklich sehr, sehr schwach finde, war bei mir stärker als Eder Militao, muss ich tatsächlich gestehen. Eder Militao war bei mir noch gar nicht gut. Auf der anderen Seite habe ich bei Eder Militao das Problem, dass ich ihn nicht linken kann. Also daher, ich glaube, da wird wahrscheinlich das Problem liegen, aber Blanc macht eigentlich seine Sache wirklich gut. Und was auch noch dazu kommt, bei den zwei, das habe ich jetzt vollkommen vergessen, die sind kopfballstark. Also gerade Van Dijk, ihr seht es ja, der hat bei mir 25 Kisten gemacht in 197 Spielen. Der hat bei mir meistens nur Kopfballtore gemacht, also es ist wirklich absolut gigantisch. Blanc hat auch ein paar, 5 Stück. Aber ich weiß nicht, es ist wirklich krass so, ne? Ich bin ja auch momentan dabei, von Straßburg den Arschor Q zu machen. Bin mal gespannt, ob der genauso gut ist. Bin immer gespannt. Wir machen mal hier weiter. Linke Außenverteidigung. Wir machen erstmal die Ecke hier dicht. So, linke Außenverteidiger ist bei mir nicht David Raum, sondern es ist Nuno Mendes. Ja, habe ich auch als roten Player-Pick gekriegt von Paris Saint-Germain. Braucht man nicht drüber reden, oder? Der Kerl hat 99 Pace, der hat 92 Verteidigen. Ich habe ihm die Burg draufgegeben, weil er braucht kein Tempo mehr. Also daher, das steigert nochmal die Verteidigung und die Physis. Er hat schon 99 Beweglichkeit, also daher habe ich mir gesagt, komm, ich brauche die Tripling-Stats nicht unbedingt pushen. Also daher, Nuno Mendes ist einer, der macht seinen Job richtig gut. Und vor allem, was mir bei ihm gefällt, und es gefällt mir auf der linken Seite besser wie auf der rechten, ist einfach die Tatsache, dass Nuno Mendes viel, viel mehr für den Angriff tut. So, und das wird, auf der anderen Seite werde ich gleich dazu kommen. Bei der anderen Seite ist das auf jeden Fall nicht so. Aber Nuno Mendes, der läuft sich frei. Der holt sich die Pässe, der ist am Sprinten. Den Kerl, den kriegst du auch nicht eingeholt. Das ist das Ding. Ich habe am Anfang hier Raum gespielt.
Aber der ist wirklich sehr, sehr gut. Nuno Mendes, also muss ich wirklich sagen, bin ich echt froh, dass ich den als Player-Pick mitgenommen habe. Und da können wir hier eigentlich auch ZM gleich den Perfect-Link voll machen. Und ja, was soll ich euch erzählen? Marco Verratti, Flashback SBC. Jungs, ich kann nicht mehr sagen, macht ihn. Macht ihn unbedingt. Ich kann euch nicht sagen, was es ist, aber du kannst diesen Kerl überall spielen. Du kannst ihn in der Verteidigung spielen, du kannst ihn im ZM spielen, du kannst ihn im Sturm spielen. Der Kerl macht alles. Der Kerl macht alles. Ich kann euch nur empfehlen, Jungs, macht diese SBC. Ich glaube, die kostet ungefähr, jetzt müsste ich überlegen, ich glaube irgendwie 170.000. Meine ich irgendwie. Und wenn ihr den nicht gemacht habt, dann seid ihr selber schuld. Dann seid ihr auf jeden Fall selber schuld. Der Kerl, der ist wirklich absolut gigantisch. Macht den. Macht den auf jeden Fall. Wir kommen zur rechten Seite. Und hier hat es kein Eder Militao geschafft. Ganz einfach, weil ich auch hier auf den Positionen hier nichts habe für ihn. Da geht es nämlich hier weiter. Und zwar geht es hier weiter mit Niklas Süle. Eigentlich genau dasselbe wie Verratti. Wo ich wirklich sagen muss, die SBC, die hat sich unglaublich gelohnt. Auch der ist wirklich sehr, sehr robust. Auch ganz, ganz wichtig, die drei Verteidiger, die sind Minimum 1,90 groß, die verlieren keine Kopfballduelle. Also das wird nicht passieren. Alle drei verlieren hinten keine Kopfballduelle. Das heißt, wenn ein Gegner darauf aus ist, irgendwie zu flanken, das funktioniert nicht. Das funktioniert einfach nicht. Das kannst du probieren, wie du willst, gegen diese drei. Das funktioniert nicht. Kleine Schwachstelle ist halt die Beweglichkeit von den Verteidigern. Aber das ist so ein generelles Problem, was in FIFA gibt. Dass die Verteidiger einfach viel zu unbeweglich sind. So, und dass da teilweise viel zu dribbelstarke Stürmer, wie ein Neymar, wie ein Mbappé, dass die da einfach relativ locker durchkommen können. Das ist halt so relativ das große Problem an der Geschichte. Das ist aber auch der Grund, warum ich die Fünferkette hier spiele, dass man einfach auf vielen Positionen auch relativ gut besetzt ist. Süle, muss ich sagen, genauso wie Van Dijk, sehr, sehr robust, sehr, sehr stark. Weiß genau, wie er sich reinstellen muss. Die brauchen ein bisschen Speed. Habe ich denen auch auf jeden Fall gegeben, dass die da mithalten können. Und damit können die auf jeden Fall nicht überrannt werden. Das funktioniert nicht. RAV. Grüße gehen raus an den Europa League-Sieger Danny Da Costa. Ja, nachdem er sein Upgrade gekriegt hat, ich habe so gefeiert, wirklich. Wir alle haben doch diese SBC gemacht, oder? Wir wollten unbedingt, dass Danny Da Costa dieses Upgrade bekommt. Wir wollten unbedingt, dass Frankfurt diesen Titel holt. Und sie haben es tatsächlich gemacht. Und daraufhin hat diese Karte ein +2-Upgrade gekriegt. Und Leute, ich muss sagen, ich finde ihn geil. Ich finde den absolut geil. Gerade die Physis. Gerade diese 93 Physis, die sind unglaublich gut. Ich habe ihn hier noch ein Guardian draufgegeben. Einfach, dass der nochmal an Dribbling und an Verteidigung nochmal dazu kriegt. Der hat 97 Antritt. Also daher, da brauche ich eigentlich nichts mehr machen. Das Einzige, was es hier vielleicht auszusetzen gibt, und da kommen wir jetzt zu dem Punkt, was ein bisschen anders da im Gegensatz zu Nuno Mendes ist. Da Costa ist etwas, ich weiß nicht, aber Da Costa ist so jemand, der ist nicht so vorne zu finden. Irgendwie, also da ist vom Stellungsspiel her, muss ich wirklich sagen, gefällt mir Nuno Mendes ein bisschen besser. Aber trotz allem, Danny Da Costa ist natürlich trotzdem ein Abräumer, ne? Also brauchen wir nicht drüber reden. Der Kerl ist wirklich absolut gigantisch. Er gefällt mir unglaublich gut. Und wenn man schon eine Möglichkeit hat, eine Frankfurt-Karte in seinem Team zu spielen, warum denn eigentlich nicht, ne? So. Und wir brauchen noch was aus der Bundesliga, ja? Und da habe ich lange überlegt. Witzel ist, passt nicht so wirklich. Denn es gibt hier nämlich jemand anders und das ist nämlich der hier. Ja, Niklas Dorsch. Der Kerl, ich kann euch nicht sagen, warum, ne? Ich kann euch nicht sagen, warum.
Aber dieser Kerl war einfach unglaublich gut. Also, der Kerl ist wirklich als ZM, als typischer ZM, ist der so bombastisch. Ich kann euch aber nicht erklären, woran es liegt, ne? Ich kann es euch echt nicht sagen. Der Kerl, der tut und macht, der fängt die Bälle im Mittelfeld ab, der gewinnt die Zweikämpfe, der stellt sich in die Pässe rein wie ein Bekloppter, der macht das, der macht genau das, was er machen soll. Und wenn wir ehrlich sind, Entschuldigung, das schafft nicht jede FIFA-Karte aktuell. Sind wir uns, glaube ich, ganz, ganz ehrlich, oder? So, ZOM, die letzte Icon, die jetzt hier ins Spiel kommt. Hier haben wir übrigens noch Bruno Fernandes, Lemar, Fofana und Co. Habe ich ein paar Mal ausprobiert. Aber wir brauchen was für die Offensive auch. Und deshalb gibt es jetzt hier Eric Cantona. Eric Cantona. Ich muss tatsächlich sagen, der Kerl hat zwar jetzt 63 Spiele, 20 Tore. Ich muss aber trotz allem sagen, dass der mich noch nicht vom Hocker gehauen hat. Also bisher ist er bei mir noch so, ja, so lala. Der braucht noch so seine Momente. Der hat bei mir noch nicht in der Weekend League diese Momente gehabt, wo ich wirklich sage, okay, boah, der ist es. So, der hat den ein oder anderen, das ein oder andere Spiel gehabt, wo der wirklich einen krassen Schuss abgelassen hat. Also gerade die Schusskraft merkt man bei ihm wirklich brutal, finde ich. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, dafür, dass er 93 Füße hat, muss ich leider sagen, dass er vorne wirklich sehr, sehr wenige Zweikämpfe gewinnt. Also da bin ich noch ein bisschen unentschlossen tatsächlich. Aber man muss ja natürlich sagen, man könnte hier schlechteres stehen haben. Ne? Also ich habe schon viel, viel schlechteres gespielt hier. So, dann last but not least, machen wir die zwei Stürmer. Und was soll ich euch erzählen? Fekir einmal und einmal Ben Yedder. Leider nicht die TOTS-Version, aber der hier reicht auf jeden Fall schon. Bei Ben Yedder, was soll ich euch erzählen? Der Kerl hat 275 Spiele und hat 126 Tore. Alter, was soll ich euch erzählen, ne? Ich habe gesehen, dass der Kerl 94 Antritt hat, ne? Ich habe mir bei dem gesagt, die müssen beide quirlig sein vorne, ne? Wie Elias gerne sagen würde. Fekir hat 96 Dribbling. Ben Yedder hat 95 Dribbling. Die haben beide über 90 Pace, beziehungsweise, um es genau zu sagen, beide haben 93 Pace. Die haben beide über 90 Schuss. Fekir 92, Ben Yedder 93. Und hier habe ich mir ganz klar gesagt, Jungs, hört zu, ich mache hier keine großen Faxen, sondern Fekir, einfach weil der 96 Dribbling hat, kriegt der auf jeden Fall einen Hunter drauf. Dann hat der nämlich das Tempo voll und dann hat der das Schussstats voll. Und auf der anderen Seite Ben Yedder, einfach um den noch beweglicher zu machen. Und Freunde, der ist auch beweglich, mein lieber Mann. Ich habe den Tots leider noch nicht gespielt, aber es würde mich echt interessieren, wie er ist, ne? Und ja, die zwei komplettieren auf jeden Fall mein Team. Und Fekir auch schon 60 Spiele, 43 Tore. Die zwei komplettieren den Sturm und die machen ihre Dinger vorne auch rein. Das ist mein Team. Hier seht ihr nochmal die Taktiken. Ausgeglichen 50-45. Ich habe am Anfang mit Druck nach Fehlern gespielt. Muss ich aber zu sagen, war mir ein bisschen zu offensiv. Aufbauspiel, langer Ball, Breite 30. Bei den Anweisungen Verratti. Ach, das hat sich jetzt verstellt. Okay, kein Problem. Dorsch hat auf jeden Fall die Anweisung hinten bleiben. So, bei Da Costa Laufart übergreifend, genauso wie bei Nuno Mendes. So, bei Alisson habe ich Flankenfänger und Libero drin, aber sie machen sowieso nicht. Ja, schade. An der Stelle. Ja, und dann Cantona, Verratti. Die zwei sollen die Flügel abdecken, während Dorsch, das habe ich noch vergessen, die Mitte abdeckt, dass der hier noch ein bisschen mithelfen kann. Weil außen haben wir ja Da Costa und Nuno Mendes, da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Und Fekir und Ben Yedder haben beide Abwehr überlaufen drin. Also daher, das ist auf jeden Fall so meine Taktik.
das hier ist mein Team. Und ich muss tatsächlich sagen, dass ich damit echt sehr, sehr gut zufrieden bin, mein lieber Mann. Ich glaube, das gesamte Team hat, glaube ich, einen Wert von, lass mich nicht lügen, ich glaube 4,6 Millionen. Glaube ich zumindest, wenn ich es richtig gelesen habe. Ich hoffe, ich habe euch damit ein bisschen was zeigen können. Das hier ist mein Ultimate-Team aktuell. Wie findet ihr es? Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Wir haben im nächsten Video noch Division Rivals Rewards, die wir auf jeden Fall aufmachen müssen. Ich bin sehr, sehr gespannt, was da rauskommen wird. Schauen wir mal. Ich bin ja Elite-Spieler, ne? Damit sind die Rewards auf jeden Fall ein bisschen besser. Wir werden sehen, wie es auf jeden Fall laufen wird. Das war es auf jeden Fall von mir. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. In diesem Sinne, ich würde mich über ein Like auf diesem Video freuen. Schreibt einen Kommentar. Und natürlich mit dem Abo-Button kein Video verpassen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinschaltet. Und das war's. Euer Bentastic. Tschüss, ciao. Reingehauen. Auf Wiedersehen.